Grüß Gott, ich bin die Deißler Ingrid. Meine Eltern stammen aus dem Egerland, aus zwei kleinen Dörfern in der Nähe von Marienbad, aus Untergramling und Hollowing. Ich selber bin in Bamberg geboren und dort aufgewachsen, in Lichteneiche, in einer kleinen Siedlung, die 1955 erbaut worden ist für Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Von da an bin ich schon immer mit der Mundart in Kontakt gewesen und eben in der Familie, in der Egerländer Mundart aufgewachsen. Mein Mann, ein Spätaussiedler aus dem Egerland, aus der Musikstadt Schönbach, der erst 1976 nach Deutschland kam, in die Bundesrepublik als Spätaussiedler, der hat sich viel mit Mundart beschäftigt und auch viel mit Sagen gestalten und hat Gedichte und Geschichten dazu geschrieben in Mundart. Und zwei solche Sagengestalten aus dem Egerland, die man vielleicht auch in der Oberpfalz oder in Oberfranken kennt, von denen möchte ich jetzt was vorlesen, was Gerald Deißler geschrieben hat. Das erste ist das Kornmannl. Man sagt, wenn die Saaten im Sommer so im Winde wehen, da würde das Kornmannl im Getreide rumlaufen. Und dazu ein kleines Gedicht. Als Kornmannl, in Treu hin und her, als Kornmannl lafft, haus epper gseh, dass d'Erler o strafft. Seine Eigler san grei, wei tau nasser glei, skurore nert stei, is schei wei a rei. Kam is am End, fängt's fuhren wieder an, ja weiß so geschwind rennt, is nemmert's sehr korn. Eine weniger freundliche Sagengestalt, das ist der Heimur. Der Heimur, sagt man, der geht um Mitternacht im Wald umher und schreit immer hei, hei, hei. Und wenn einer Angst bekommt und rennt fort, das ist ganz schlecht, dann rennt er dem nach und springt ihn an. Und dazu auch wieder ein kleines Gedicht. Der Heimur, in sturgrauem, finsterer Nacht, da heiersten drinnen in Hulz, hei, 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 beigt er immer dem mit teuflischer Stimme. Gänshaut, kohlt über den Bugel, der Angst schwor's, da das Hemm urbicht. Hei, hei, ganz gnaucht ist er, laff, laff davor, laff nähert, sind's springt er die Uhr, verhinten Kinder, hugelt sie auf, grollt sie Uhr, dass nur wochenlang sei schwereren Gröller auf der Brust gespürst. Und von Heimur gibt es auch noch eine Geschichte, die sich angeblich wirklich zugetragen hat. In der Hutscherstumm beim Grauthurfbauern sind wieder einmal ein paar Hutscherleute am Amt zusammengekommen. Du Naz, sagt der Mühlbauernfietz zum alten Hoverer, kannst uns heut nicht wieder so eine Geschichte erzählen, was früher die Leute in unserem Dorf erlebt haben? Der Althoverer spekuliert ein wenig, klopft sein Pfeifen am Stöllbuhr aus, stopft sie bedächtig und sagt, das, was ich eng ätzer erzähle, habe ich von meinem Vater, Gott lernen soll ich Ruhe, geheuert, und deren hat es ein Ahnl erzählt. Da sind einmal von unserem Dorf zwei Bauersburschen an Kühlerberg afe und wollten dort drum hinter der Bauchwiesen in Herrenholz drinnen ein paar Stamm Stangenholz stibitzen. Heut suchet man Vornehmer organisieren dazu. Die zwei Karl fahren mit einem Wogen und einem Ochsengespann, als sie Kuh soll in Dorfkind traf, wo sie eigentlich vier haben. Weil sie grad ein grauser, schein gewachsener Fichten angesägt haben, da heien sie ganz gnaucht an Schroer. Hei, 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 Gänshaut is ihnen kummer, so sind sie erschrocken. Hei, 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 beigt's gleich noch einmal. Sie lauert Hulzhacken und Zeh liegen, verkriechen sie geschwind in Bischlern, wo der Wogen gestanden is, wo sie ihn versteckt haben. Jetzt sind sie noch viel mehr erschrocken, weil sie sehen, da ein stangenlanger Zaunogeltierer Mur schnauer grad auf ihre zwei Ochsen geht. Spannt sie aus und feiert die Viecher fort. Nach einer Weile heien sie, es war schon weiter Weg, das greisliche Hei, Hei wieder. Jetzt haben sich die zwei Bauersburschen doch ein wenig aus ihrem Versteck ausgetraut
aus Herrn, weil ihr zwei Ochsen aufs Dorf zutrappen. Sie waren allein, nehmen zwar der Paar. Weil sie sehr gesehen haben, dass die Luft rar ist, da sind sie geschwind ihren Ochsen nachgerannt. Ein Wogen haben sie in Holz drin stehen lassen. Von derer Stunde an waren die Viecher krank, haben nimmer recht gefressen, haben zum Hausten angefangen und es ist nichts anderes übrig geblieben. Sie haben mein geschlacht werden. Wenn haben sie den Wogen geholt, fragt der Hetzen Seffern Narzen. Das kann ich eigentlich nimmer richtig sagen. Mein solcher Vater hat gesagt, über einen stürmischen Tag, aber zu Mitternacht, da war es gewiss nicht, weil da der Heimur dann in Holz im Geid.